dir auch einen schönen Abend, Andrea. Nur wenige Menschen wussten, dass Maja Maranoff Krebs hatte. Einer davon ist ihr früherer Lebensgefährte Florian Martens. Er spricht jetzt über ihren plötzlichen Tod. Einzelheiten gleich. Willkommen, liebe Zuschauer. Nach dem überraschenden Tod von Maja Maranoff spricht jetzt ihr früherer Lebensgefährte und Kollege. Florian Martens hat dem Stern ein Interview gegeben. Die Schauspielerin aus der ZDF-Serie Ein starkes Team war vergangene Woche an Brustkrebs gestorben. Sie wurde nur 54 Jahre alt. Gleich geht's bei uns glamourös weiter. Mariah Carey quetscht sich mal wieder in ein viel zu enges Kleid. Und das tut sie für den Mann des Abends, David Beckham. Mehr nach einer klitzekleinen Pause. Hier sind wir wieder live aus München. Viele prominente Gesichter weltweit unterstützen UNICEF, das Kinderhilfswerk. Und in Beverly Hills fand gestern eine Gala statt, bei der kräftig Spenden gesammelt wurden. Für die Stars auch immer eine gute Gelegenheit, sich in mehr oder weniger gelungenen Outfits zu präsentieren. Sylvester Stallone ist nach seiner Golden Globes-Auszeichnung bei einigen Kollegen in Ungnade gefallen. Naja, er war so überwältigt, dass er vergessen hat, allen zu danken. Er hat zum Beispiel den Regisseur nicht erwähnt. Sly hat sich aber sofort entschuldigt und bei der Premiere seines neuen Films gestern in London konnte er das gleich wieder gut machen. Auf die bin ich auch schon gespannt. Lächeln und winken. Nachdem die Royals aus dem Weihnachtsurlaub zurück sind, winkt wieder die Pflicht. Es ist ziemlich genau ein Jahr vergangen, seit sich Ellen Page als lesbisch geoutet hat. Ein Schritt, der ihr nicht leicht gefallen ist. Sie hatte Angst, dass das Outing ihrer Schauspielkarriere schaden könnte. Hat es aber nicht. In ihrem neuen Film spielt sie nun sogar eine homosexuelle Frau. Simon Verhoeven, er war ja sehr erfolgreich mit seinen Komödien über die Männerherzen. Sein Männerherz konnte noch keine Frau dauerhaft erobern. Das hängt dafür umso mehr an seinem Sohn. Und der muss noch ein ganzes Stück älter werden, bis er den neuen Film von Papa sehen darf. Der ist nämlich zum Gruseln. Sehr gut, das war's von uns für heute. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder reinschauen. 17:45 Uhr, Leute heute. Bis dahin, tschüss.